ein krasser Moment. Mach die Kamera aus! Wir sind in Neumünster. Neumünster, Ende! Hey, wisst ihr was? Ich verzichte auf meine Gage in Neumünster. Ist jetzt offiziell. Ich bin hier nur für Spaß. Ich will nur Spaß hier haben. Das ist der Spaßgong. Das ist mein Spaßgong. In 5 Minuten habe ich nur Spaß. Ich bin der Bad Boy der Gruppe. Intern ist das allen klar. Ich bin der Bad Boy der Gruppe. Ich bin so ein Bad Boy, wo sich die Leute denken, ah, verdammt, ist das schön. Oh, bad. Oh, aber der ist auch bad. Oh. Der ist too bad. Too bad. Aber verdammt, sieht er gut aus. Fuck. Scheiße, sieht er gut aus. Bei uns ist es so im Team, dass ich so ein bisschen auch die gute Seele bin. Und wenn die Stimmung gerade schlecht ist dann, und ich das merke, dann sorge ich dafür, dass alle wieder aufgeheitert sind, oder? Ja, das ist mega geil. Es regnet, es donnert. Aber wir haben hier noch eine Wurst. Halt, stopp, stopp, stopp. Genau so kennen wir die Jungs. Ausgelassen, fröhlich, immer gut drauf. Aber das ist einfach nicht die Wahrheit. Wir fangen nochmal von vorne an. Hi Leute, mein Name ist Julian Lobrecht und ich bin freier Berichterstatter bei der Happy Summer Sunshine Tour von Stand Up 44. Bisher lief alles super, doch in letzter Zeit erreicht mich immer wieder Nachrichten, in denen von Regen die Rede war und wo denn der Sunshine bliebe. Ich bin der Sache mal nachgegangen und worauf ich gestoßen bin, werdet ihr nicht glauben. Am Anfang meiner Recherche stehen vereinzelte Nachrichten von Zuschauern, die von Regen und Regencapes berichten. Aber das bei einer Sunshine-Tour? Happy, okay. Sommer, klar, es ist August. Aber Sunshine? Kann man Sunshine überhaupt versprechen? Die Jungs von Stand Up 44 offenbar schon. Ich habe mich auf der Website umgeschaut. Es ist ganz klar von Happy, von Summer und vor allen Dingen von Sunshine die Rede. In einem Chat lerne ich Marcel kennen. Das ist nicht sein echter Name. Doch um ihn zu schützen, werden wir ihn in diesem Film so nennen. Er behauptet, ein Insider zu sein und genau Bescheid zu wissen über die Masche. Wir telefonieren. Nach einigem Zögern stimmt er einem Treffen zu. Er möchte uns die ganze Wahrheit erzählen. Ich beschließe, zu ihm nach Dortmund zu fahren. Hey Leute, ich bin jetzt hier in Dortmund im Hotel und habe jetzt gerade das Zimmer für den Dreh mit Marcel vorbereitet. Jetzt werde ich ihn vom Bahnhof abholen und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Also ich bin echt gespannt, was er uns zu erzählen hat. Marcel macht einen netten Eindruck. Ein Typ wie du und ich. Doch gleich zu Beginn möchte er eine Sache klarstellen. Also als allererstes Mal muss klar sein, dass ich unerkannt bleiben möchte. Für die Infos, die ich hier rausgebe, kann ich wirklich Ärger kriegen. Uns wurde klar gemacht, darüber nicht in der Öffentlichkeit zu sprechen. Seit wann Sie Bescheid wussten, dass das Sunshine-Versprechen nicht einzuhalten ist, wollte ich von ihm wissen. Es war vollkommen klar, dass das nicht einzuhalten ist. Alle wussten das, von Anfang an. Alles nur Fake? Oder bekommt man durch die YouTube-Videos wenigstens einen halbwegs realistischen Eindruck, wie es auf Tour abläuft? Die gezeigten Ausschnitte in den YouTube-Clips spiegeln natürlich nicht die Realität wider. Maximal 4%. Uns wurde gesagt, wir sollen uns fröhlich verhalten und immer dafür sorgen, dass Heineken im Bild zu sehen ist. Doch jetzt vielleicht die interessanteste Frage. Wie viel darf Marcel uns über seine Rolle bei Stand Up 44 erzählen und was genau seine Aufgaben sind? Ich darf nicht zu viel verraten. Aber auch ich habe eine leitende Funktion bei der Tour. Teilweise sogar auf der Bühne, mehrmals, an einem Abend. Doch was ich nicht verstehe ist, wie Sie es geheim halten wollen, wenn es bei einer Show mit tausenden Gästen regnet. Es wird konsequent totgeschwiegen im Internet. Es darf kein Filmmaterial an die Öffentlichkeit gelangen. Aber einmal, da habe ich selber mitgefilmt. Und dieses Material kann ich dir zur Verfügung stellen. Aber nochmal. Es muss darauf geachtet werden, dass meine Identität verschleiert bleibt. Als ich die Aufnahmen sehe, bin ich baff. Leute, die sich unterstellen, Leute, die auf den Parkplatz flüchten, um sich in dem Auto zu verstecken.
Das sieht nun wirklich gar nicht nach Sunshine aus. Auf die Frage, von welcher Show die Aufnahmen stammen, antwortet er nur vage. Es handelte sich um eine der beiden Shows in Neumünster. Welche der beiden kann ich nicht sagen. Die Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. War das ein Einzelfall oder doch ein geplanter Betrug? Über die genauen Umstände kann ich natürlich keine Details verraten. Aber nur so viel. Wir konnten die Show in Neumünster beenden. Auf Marcells eindrücklichen Wunsch hin zeige ich euch nun das gesamte Material, das er heimlich mitgefilmt hat und das nie jemand zu Gesicht bekommen sollte. Krasser Moment gerade. Wir haben noch nie eine Show abgebrochen. Das war so ein krasser Moment. Mach die Kamera aus! Was war los? Na, es war so gewesen, dass wir eigentlich gutes Wetter hatten. So. Und ich hatte die ganze Zeit schon, weil ich war skeptisch, weil meine Wetter-App hat gesagt, dass es später noch regnet. Alle meinten so, nein, man regnet nicht. So, wir machen die Show, fängt an bei gutem Wetter, richtig geile Stimmung. Bombe gewesen. War wirklich Bombe gewesen. Und dann währenddessen, es fängt auf einmal an, es wird dunkel, auf einmal Blitz, so Donner, anderer Blitz und so. Und dann war so, der Regen war nicht so schlimm, weil der hat wieder aufgehört so, aber wir sind halt eine Freifläche und du kannst dich auf einer Freifläche mit so vielen Leuten bei Blitzen, Mann, weil wenn die einschlagen, Mann, die Leute sterben, Mann, die zerfetzen, also und das mussten wir jetzt verhindern, Mann. Und deshalb haben wir so gemacht, dass wir die Leute jetzt in ihre Autos geschickt haben, 15 Minuten. Und wir machen auch hier so lange Pause und danach machen wir weiter. Watch the sky. Fuck you, Dabe! Fuck you! Fuck you! Stopp. Natürlich ist das Täuschung und Betrug. Aber die Leute scheinen ja trotzdem einen tollen Abend gehabt zu haben. Trotz Regen und Gewitter. Und mal ehrlich, Leute, wer der Werbung glaubt und denkt, man könne ihm Sonnenschein versprechen, der ist irgendwo auch selber schuld. Ich möchte da nicht genau drauf eingehen, aber diese... Warte. Ja, das ist okay, warte. Du darfst nicht lachen, ich hätte es gerade geschafft. Okay. An diesem Tag musste die Show unterbrochen werden, ja. In den Medien hat man davon natürlich nichts gehört.